Was geht ab, Leute? Neue Games und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Roger, Sergeant. Warte, Aktivität, komm näher. Kleine Patrouille, direkt vor uns. Nimmst du ein Video aus? Versteck die Waffe, Gas. Versuche ihre Wege vorauszuahnen. Es ist dieselbe Mission wie in MW1. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Oh mein Gott. Ey, wenn du so nah neben einem stehst, musst du das doch sehen. Boah. Oh mein Gott, der kommt direkt auf mich zu, der kleine Penner. Kommt noch eine Gruppe. Ich glaube, es sind nur zwei. Die Warte, können wir ausknipsen. Es sind noch zwei. Benutze dein Thermalvisier. Wen hast du? Wen hast du? Hä? Hä? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum zielt er denn hier hin? Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Sichtkontakt. Du nimmst ihn, ich den anderen. Eliminiert. Saubere Schüsse. Warum auch immer der jetzt dahin gezeigt hat. Yes, das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Runter, Gas. Ist das Gras höher? Warum kann ich nicht hier einfach laufen? Das Gebäude mit deinem Herzschlagsensor. Oh, den haben wir dabei. Den gab's ja damals auch schon. Sicher, drin ist nichts. Roger, in Bewegung bleiben. Also hier finde ich die Grafik jetzt nicht so geil. Das sieht ehrlich gesagt sehr, naja, haha, matschig aus. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Immer hinter dir. Was haben wir denn noch so dabei? Baumgrenze voraus. Rüber da. Die Waffe wegpacken. Herzschlagsensor. Sprengsatz, Blendgranate, Splittergranate, Tränengas. Wie schnell der läuft, ey. Wir bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Hinterher. Oh, wir können reden. Kyle, was gibt's? Was? Hast du sowas schon mal gemacht? Schon oft, Sergeant. Da hast du noch Windeln getragen. Bleib fair, Kate. Er ging bestimmt schon aufs Töpfchen. Stimmt, bis heute. Wir sehen uns deinen Tarnanzug an, wenn das vorbei ist. Deinen aber auch, Captain. Gerne. Das kommt alles in meinen Bericht, Jungs. Alles klar. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Laswan. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten.
Stimmt. Ja. Eine kleine Kopie, wie gesagt, von dem ersten Modern Warfare, ne? Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Ja, so dazwischen wäre doch ganz nett so. Klemm dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Aber hallo, ey. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Das ist eine gute Idee, die Verstreuten. Dann los, Sir. Nach dir. Wie nach mir? Die Verstreuten sollen wir doch anfangen. Das heißt, die einzelnen Leute, die hier rumlaufen. Vorsicht, er ist im Blick von 3 anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Der andere ist weg. Er gehört dir. Kompensiere 3,5 Striche für Geschossabfall. Jetzt ohne Scheiß? Okay. Ja. Ein Todesfall. Mieser Tag im Büro. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Klar, deswegen bleiben wir auf diesem Punkt erstmal. 2 andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel auszuschalten. 2 mit einer Kugel. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel zu treffen. Alles bereit. Hab ich. 4 Striche Geschossabfall. Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Witzig, wie er 2-mal geschossen hat. Ich sollte aber mit einer Kugel 2 treffen. Da hat irgendwas nicht gepasst. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist in Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Er ist in Sichtweite von 2 anderen. Kannst du die Stelle wechseln und 2 auf einmal treffen? Ja, kann ich. Noch ein bisschen hier rüber gehen. Schön, dass da so ein bisschen Dynamik drin ist. Moment. Ja, ich muss noch ein bisschen weiter. Oh mein Gott. Oh, ich laufe ein bisschen weiter. Ist immer noch nicht richtig. Aber warum zielt er da hin? Ich wollte gerade sagen. Hä, ich verstehe die Welt gerade nicht. Bin in Position. 2 andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel auszuschalten. Jetzt geht er weg. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Allein. 3 Striche. Weil der bewegt sich. 3 Striche. Oh Gott. Im Ernst, Kyle, warst du in der letzten Zeit mal beim Augenarzt? Du hast doch da oben hingezielt. Ich dachte, wie sieht denn für mich an? 3,5 Striche. Halt, positioniere ich genau drüber. Das war's für ihn. Er ist am Boden. Du nimmst einen, ich den anderen. 3 Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Guter Scheiß. Schön, kann man so machen. Schalte 2 auf einmal aus. Ich nehme den anderen. 4 Striche. Hab ihn getroffen. Sehr schön. Boah. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was. Auf dein Zeichen. 3,5 Striche. 3,5 Striche. Oh, war ein bisschen knapp. Saubere Schüsse. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. 3,5 Striche. Der andere ist weg. Er gehört dir. Erwischt. Gut geschossen.
Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Ja. Ich muss erstmal schnell, dass da die jetzige Position meint. Die jetzige Aktion, sollte ich eher mal sagen. Ich dachte immer, das spielt sich dann auf den letzten Kill ab. Da warten wir einfach, bis der weg ist, würde ich sagen, weil... Lohnt nicht, die bleiben eh immer zusammen. Er ist allein. Ganz allein. Drei Striche. Hab ihn. Vorzeitiger Ruhestand. Wie die hinfliegen, ey. Total lächerlich. Das sind unbewaffnete Zivilisten, Sergeant. Ja, ich weiß, es sind alle unbewaffnet. Wir haben eigentlich fast alle. Hier. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Zweieinhalb Striche. Eins, zwei. Sauberer Treffer. Wir haben's noch drauf. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Drei Striche. Abgekratzt. Guter Scheiß. Schön unterm Auto erledigt. Es ist nur er. Vier Striche. Direkt ins Ziel. Sein Tag ist vorbei. Du nimmst einen, ich den anderen. Dreieinhalb Striche. Volltreffer. Saubere Schüsse. Okay, haben fast die ganze Basis jetzt ausgenommen. Wir sind aber halt immer zwei noch drei. Andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Machen wir doch glatt. Ach guck mal, können wir sogar ein schönes Picknick zwischendurch machen, ne? Wenn uns langweilig wird oder uns mal erholen müssen. Nicht so einfach, ne? Wie ich gerade sehe, wir müssen mal richtig weit für latschen. Brennt's da? Nimmt teil. Oh, ne, Lichter. Lalala. Das könnte fast klappen. Ausgeräuchert. Genau wie ein Profi. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hineinzufinden. Ich gebe dir Deckung. Sehr gut. Ja, wieso gehst nicht du? Wieso ich und nicht du, Captain? Weil ich der Captain bin und du nur Sergeant. Bewegung. Roger. Verstanden und bestätigt. Achtung, ich erkenne so was überhaupt zu fragen, ey. Wenn sie Raketen transportieren, sind sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Hoffentlich ist es Letzteres. Schon da, Sergeant? Hoch, verdammt, Laswell. Das haben die aber... Das ist ein weiter Weg. Wir waren nicht alle Geländeläufer im College, Kate. Ich laufe immer noch, John. Muss nur mit dem Rauchen aufhören. Du rauchst, Laswell? Ja, meine Frau hasst es. Moment. Gas von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Ich sehe, ich verstecke mich mal lieber hinter. Sei vorsichtig. Verbirg dich im Gras. Versteck die Waffe, Gas. Sie verlassen die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Gut, dann. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Ach, jetzt soll ich auf einmal die Waffe ziehen. Ich glaube, die sind weg. Da sind die. Geht an mir vorbei. Oh mein Gott, die haben ja sogar richtig dicke Helme auf. Er kommt auf mich zu. Hör auf. Knapp. Oh.
Können die sich mal freundlicherweise wegbewegen? Gut, das hat geklappt. Das wollte ich sehen. Bin durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Direkt mal von oben probieren. Wirf Tränengas in die Lüftung, dann kommen sie raus wie die Ratten. Setze Tränengas ein. Bereithalten, Captain. Okay, bin bereit. Oh hier, ich krieg aber auch irgendwie was ab. Achso, ja. Drehen Sie sich sofort um. Jetzt mal ohne Mist. Der gibt mir Deckung und die drehen sich sofort um und schießen mich ab. Ja, klar. Wirf Tränengas in die Lüftung, dann kommen sie. Setze Tränengas ein. Bereithalten, Captain. Okay, bin bereit. Er ist alarmiert. Scheiße, da kommen sie. Er ist am Boden. Ah, das wollte ich gar nicht. Schütze eliminiert. Da sind ganz viele noch. Was macht er denn da? Getroffen. Eliminiert. Guck mal, die schießen auf mich. Das Dach leckt. Das gibt's doch nicht. Das ist eine dumme Kacke. Tod von oben. Ey, tut mir leid, das ist total dumm. Die können mich gar nicht gesehen haben und wissen sofort, ich auf dem Dach bin. Das ist aber mies gemacht. Sorry, das geht gar nicht. Vielleicht weil ich hier oben rumtouren schon, aber. Setze Tränengas ein. Das finde ich nicht gut. Ketten. Okay, bin bereit. Ich gehe mal hier in Deckung. Er ist am Boden. Tot. Oh, Schütze eliminiert. Oh mein Gott. Hier oben, Arschloch. Schütze eliminiert. Da ist noch einer drin. Genau unter mir. Ho, 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 ja. Oh, wo, wo, da. Ach Gott. Die kam von oben runtergelaufen. Ah ja.